Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ennos Kanal, auf diesem Kanal Mr. Motovlogs. Gastauftritt Schwitters in der 533er Reihe. Mitnahme, Restauration, die Teile. Ja, im letzten Video wollten wir einfach mal schnell die Wasserpumpe wechseln. Das hat nicht so gut geklappt. Da ist dann eine Schraube abgerissen, eine von den langen Schrauben der Wasserpumpe, da auf jeden Fall Vorsicht walten lassen, hatte ich ja gesagt. Ist also keine leichte Operation unter Umständen bei den 33er jetzt hier EH. Also ich habe mir auch sagen lassen von anderen jetzt, natürlich dann ein paar bisschen geschrieben mit anderen Leuten. Eine Schraube ärgert immer, war das Fazit. Und ja, wir haben sie Gott sei Dank rausgebracht mit dem Schweißgerät. Ich habe dann im Video gesagt, mal warten, wann die Schraube kommt, wann die Teile kommen und so weiter und so fort. Gestern die Dichtfläche noch ein bisschen sauber gemacht. Ja, gestern, weil, haltet euch fest, ich habe dann so ein bisschen jetzt wegen der Restauration und klar wegen der Videoreihe auch eine kleine Standleitung zum Thorsten Rittemeier und er hilft mir da immer ein bisschen bei der technischen Tipps und so weiter. Und haltet euch fest, Unboxing 2.0, heute Morgen, also gestern Nachmittag um 3 Uhr ist die Schraube abgerissen, heute Morgen, ich habe das schon mal so ein bisschen aufgerissen, weil wie gesagt, mit einer Hand ist es immer schwierig. Heute Morgen habe ich dann diese wunderschöne Lieferung vor der Tür liegen gehabt und zwar haben wir hier die 89 mm lange Schraube mit zölligen Gewinde und auch die Dichtung für den Stirndeckel, so dass wir da heute weitermachen können. Ich habe dann gestern die Dichtfläche schon mal ein bisschen vorgereinigt, allerdings könnt ihr euch nicht vorstellen, habe ich auch im letzten Video gesagt, doch, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie fest so eine Papierdichtung sitzen kann. Und jetzt sieht man, da sind noch so Reste um die Stehbolzen und so weiter. Hier oben auch so Reste, die habe ich jetzt auch noch mal mit Rostlöser einwirken lassen, so ein bisschen angekratzt, sag ich mal, so ein bisschen angeritzt. Mit Rostlöser habe ich die einwirken lassen über Nacht. Ja, und jetzt ist es 8 Uhr morgens, wunderschöner Mittwoch. Ich habe Gott sei Dank noch Urlaub. Enno muss leider arbeiten heute, sonst wären wir wahrscheinlich im Wald mit dem Panzer, um Holz rauszufahren. So kann ich die Zeit jetzt hierfür weiter nutzen. Und es war heute Morgen echt, also ich habe da noch eine Lieferung erwartet mit so restlichen Teilen noch, die noch kommen sollten. Aber dann hatte ich gestern halt mit dem Thorsten nochmal telefoniert und gefragt, wie ich die Schraube am besten rausbringe. Sagt er, ja, so Linksausdreher, wenn gar nichts hilft und so weiter und so fort. Und ansonsten musst du in den Kopf, also in Gewinde da reinschneiden. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Ich bin heilfroh, dass ich die Sache so rausgebracht habe. Und ja, heute Morgen waren die Teile da, ich bin glücklich. Geht man auch ganz anders rein in so einen Tag wieder, ne? Wenn die Teile dann da sind, dieses Just in Time. Ich habe mir sagen lassen, er ist für die 33er-Serie gut aufgestellt mit Teilen. Ich habe ja dir im letzten Video gesehen, was ich da alles ausgepackt habe. Das kommt alles also quasi aus einer Hand. Und ich habe bis jetzt, außer die Reifen jetzt, ja, die habe ich halt woanders bestellt, aber das ist auch ein riesen Artikel, sag ich mal. Er ist da gut aufgestellt und wenn man dann so einen alten Schlepper auch noch tatsächlich im Arbeitseinsatz hat und dann mal was kaputt geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, versuchen zu kontaktieren, dann, wir blenden in diesen oder verlinken nochmal die Adresse oder was, kann er nur nochmal machen und dann kann man den Trecker unter Umständen wirklich am nächsten Tag wieder einsatzbereit haben, wenn man den selber schrauben möchte, finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also Daumen hoch dafür. Ich mache mir jetzt weiter, ich muss weiter Stirnfläche sauber machen, dann hole ich euch ab, wenn wir den Deckel vorne wieder anbauen und so weiter. Und dann hoffe ich, dass wir heute die Wasserpumpe reinkriegen. Ja, regnet mal wieder in Ostfriesland, da habe ich richtig Bock drauf. Aber egal, ich wollte euch nochmal was zeigen. Und zwar nehme ich jetzt hier gerade die alte Wasserpumpe und mache da immer meine ganzen, stecke da immer meine ganzen Bolzen durch, die ganzen Schrauben. Und mache die vernünftig sauber. So, schön putzi-putzi gemacht. Da sind die ganzen Gewinde wieder schön sauber. Jetzt geht's noch an den Deckel. Der, Alter, der sieht aus, ey. Guckt euch den Deckel mal an, ey. Ah, das ist natürlich nix, ne? Und das wird jetzt erstmal schön, da habe ich gar keinen Bock drauf, das jetzt erstmal schön reinigen. Da sehe ich ja wieder aus wie Sau danach. Das wird jetzt alles abgekratzt.
Und ja, ich würde fast behaupten, dann geht's, ja genau, die Gewinde prüfen und dann geht's ans Zusammenbauen. Kuckuck! Kurz nochmal mitgenommen, ich habe jetzt alle Schrauben und Hälften, also diese Hälften sauber gemacht. Sieht alles sehr gut aus, wie ich finde. Und dabei bin ich dann auch darauf gestoßen, warum das so ist mit den Schrauben. Und da ist das, ja, Hashtag Spannungsreihe, unterschiedliche Spannungsreihe. Das hier ist ein Alugussteil oder was. Und das hier ist wieder, ja, Grauguss, irgendwie Stahl, keine Ahnung. Sieht man auch, dass es hier deutlich mehr frisst. Ja, Enno, zoom rein. Ich kann das nicht hier so. Auf jeden Fall haben wir schon deutliche Fressspuren da dran. Untermauert ja nochmal die Theorie jetzt, oder beziehungsweise die Handlung, dass ich da jetzt, ich sag immer Kuril, ich weiß gar nicht, hier dicht Silikon drunter schmier dünn, dass die Dichtung so einsetze. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen das jetzt mal zusammen und ich hole euch gleich mal den letzten Zügen dazu, oder beziehungsweise zeige euch eben ganz kurze Zwischensteps, weil es muss halt relativ schnell gehen, ne? Dieses Silikon kann man zwar so ein bisschen anhärten lassen, aber ja, bin ich nicht so der Freund von, sondern ne, wenn das, solange das halt schön dünn ist, ja, relativ, ne, sich noch verarbeiten lässt, also nicht ausgetrocknet ist, drückt sich das natürlich dann beim Festziehen natürlich schön dann in der Reihenfolge, die man vorher sich festlegt, ne, so ein bisschen überkreuzt, dass es so ein bisschen, sag mal, so nach außen und so die Dichtflächen vernünftig bedient sind mit dem Silikon. Ja, die Dichtung können wir noch mal gucken. Ist das überhaupt die richtige? Ich gehe da mal schwer von aus. Natürlich ist das die richtige. Aber die können wir ja gleich auch schon mal anlegen, wenn wir die erste Schicht dann drauf haben. Und dann bin ich heilfroh, wie gesagt, nicht, dass ich nicht in den Block bohren muss. Also dann hätte ich auch die Krise gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas, da kriegt man sofort Bauchschmerzen, wenn Bohrer in den Block geht oder in den Kopf geht. Ja, man kann das alles schaffen oder so, aber die sitzen so fest. Und ich sag dir, oder ich sage euch ganz ehrlich, es ist dieser Bereich schuld von dem Steuerdeckel, weil, ach, wo habe ich das denn noch gehabt? Ach, hier, gutes Beispiel, vielleicht Audi A4 B6, Passat 3BG und so, die ganzen Dinger da mit dieser komischen Doppelquerlenkervorderachse. Die haben auch hier diese Alu-Achsen und haben da Stahlschrauben dann durch. Und das korrodiert so fest, das kann man sich nicht vorstellen. Also da muss wirklich Brenner sein Vater ran und dann kannst du so ein Teil einen wegschmeißen, weil wenn du das so heiß gehabt hast, dann ist da nicht mehr viel mit noch verwenden. Deswegen war ich auch hier Vorsicht, weil ja klar, ich wusste schon, dass es ein anderes Material ist, aber dieser Begriff Spannungsreihe, der ist mir halt dann später gekommen. Das ist ganz einfach, dass die von den eigenen Fähigkeiten halt anders sind. So, und dann dadurch, dass sie eine unterschiedliche Spannungsreihe oder in einer unterschiedlichen Spannungsreihe angesiedelt sind, mehr dazu korrodieren, ja, weil sie voneinander, ja, man kennt das so rein, so Grauguss-Fraß oder so, das wird richtig kriselig dann, ne? Deswegen wichtig, immer schöne gute Kühlflüssigkeit drauf, so dass das dann halt da drin nicht korrodiert, ja? Alles klar, ich muss mich ein bisschen sputen. Heute Nachmittag noch mal kurz zu Enno. Und ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir das heute noch mal fertig kriegen hier. So, ich habe jetzt den Deckel da schon mal vorgesetzt hier. Hab da die Dichtung reingesetzt, hab die vernünftig abgedichtet mit Kuril. Und wir nehmen jetzt mal die Wasserpumpe, weil wir das alles ja, halt zusammen verschrauben werden, ne? Deswegen zeige ich euch noch einmal die Wasserpumpe. Eben einmal auspacken hier, schlecht vorbereitet. Ja, hier werde ich jetzt übrigens nicht verwenden, weil ich habe hier eine richtig schön hochwertige Dichtung dabei bekommen. Und die Flächen sind ja nun mal super plan. Ja, die neue Wasserpumpe sieht dann so aus. Sehr nice, wie ich finde. Und ja, die werden wir dann hier jetzt mit verschrauben. Da braucht man sich auch gar keine Angst vormachen, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so eine kritische Arbeit. Allerdings muss das eben mitspielen, wie wir das ja vorhin oder wie wir das gesehen haben.
mit dem Bolzen und so weiter und so fort. Genau, aber das sieht gut aus jetzt. Setz jetzt mal alle Schrauben vernünftig an. Ich denke, das mache ich nochmal mit dem Zeitraffer, so dass wir die mal eben zusammen schnell anbauen. Ja, lasst euch jetzt nicht davon täuschen, dass der Deckel, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch den Rost entfernt, hier oben den Rost entfernt. Das werde ich nachher noch ein bisschen versiegeln und dann bleibt das erstmal so, weil das soll ja nachher alles abgedichtet werden und dann eventuell gesandstrahlt werden, so dass wir dann ja alles im Lack haben. Ich habe mir jetzt viele, viele alte Videos angeguckt und ja, es ist halt so, dass diese Schlepper, dass da grundsätzlich alles lackiert war. Ne? Also ich habe da ein Bild, vielleicht blenden wir das mal ein, vom 633 oder 733, wo der gerade auf der Produktionsstraße steht. Da war also der Auspuff noch nicht drauf und sogar der, ja, der Krümmer oben, der rausguckte aus der Haube, war rot. Ja, also ich gehe davon aus, dass die wirklich einfach nur geduscht wurden, komplett, vor so einem ja, Wasservorhang, Lackieranlage oder so. Eventuell gab es da auch schon Roboter, das weiß ich nicht. 75, naja, vielleicht wurden die, ich glaube, die wurden noch von Hand lackiert. Also schätze ich mal. Ich muss jetzt allerdings eben sehen, dass ich das hier alles festkriege. Das laber ich gleich wieder zu lange und dann ist hier Silikon trocken. Da Operation abgeschlossen. Was ich mitgeben möchte in diesem Moment ist, dass niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ich habe es jetzt alles verbaut. Die original Lüfterradschrauben habe ich erstmal reingedreht, dass das alles nicht wegkommt. Der Antrieb muss gleich noch ran. Ja, ist jetzt alles, sag ich mal, hier vernünftig abgedichtet. Ich hoffe, dass natürlich dann das Endresultat, ich kann die jetzt ja nicht laufen lassen, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also wenn ihr diese Operation macht, dann natürlich erstmal jetzt laufen lassen und dann nochmal alles abchecken. Aber ich werde jetzt dann nahtlos zur nächsten Baustelle wandern. Bin mir noch unschlüssig, aber ich dachte, dass ich jetzt vielleicht den Kurbelwellensimmering vorne mache. Aber das sehen wir dann in einem nächsten Video, wenn wir uns daran machen. Weil auch da habe ich die Befürchtung, dass wir diese Riemenscheibe da unten nicht so einfach abbekommen. Und ja, werde mir das erstmal im Internet ein bisschen recherchieren, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt oder was. Da versuche ich dann nachher die Gradzahlen und so weiter auf der Riemenscheibe vernünftig sichtbar wieder zu bekommen. Und ja, dann den Kurbelwellensimmering vorne tauschen, genau. Und dann haben wir die Stirnseite eigentlich auch abgedeckt. Da dürfte dann nichts mehr sein und so gehen wir dann peu à peu von Baustelle zu Baustelle, bis wir den Schlepper technisch, was er jetzt so hatte, was wir gesehen haben quasi, bis das abgearbeitet ist und wir die ganzen Kleinteile und so weiter gereinigt haben hier vorne, so dass wir immer wieder diese kleinen Baustellen abarbeiten und dann nachher zum
ja, Ergebnis kommen, dass wir dann, sag ich mal, Lack entfernen, reinigen und so weiter. Das aber alles, wie gesagt, das Ziel ist, dass alles geschlossen ist wieder zu diesem Zeitpunkt, dass da nichts passieren kann, ne? Dass da nirgendwo Flüssigkeiten eintreten. Ja, die Löcher werde ich jetzt noch wieder alle stopfen, also beziehungsweise diese. Die Schläuche kommen natürlich nicht ran, die kommen erst nach dem Lackieren wieder ran. Da werde ich jetzt noch wieder, die werde ich jetzt noch wieder stopfen, sodass da nichts mehr eindringen kann. Innen drin habe ich noch ganz dünn ein bisschen Rostlöser jetzt eingestrichen, nicht, dass durch die Luftfeuchtigkeit wieder alles anfängt zu gammeln da drinne. Wie gesagt, die Schrauben, ihr habt das auch in dem Zeitraffer gesehen, dass ich doch ein bisschen unkoordiniert war. Ich dachte mir, ich hätte mir alles vernünftig zusammengelegt, aber es sind echt, echt viele, viele unterschiedliche Schraubengrößen. Und selbst von gestern zu heute muss man dann kurz mal wieder nachdenken, wo war da jetzt eigentlich welche Schraube? Gerade wenn du Schrauben komplett auseinanderbaust und so weiter und irgendwelche Stehbolzen reinigst und so weiter, musst du erstmal gucken, wo war denn jetzt ein Stehbolzen und wo war eine Schraube. Hat allerdings funktioniert. Die neue Schraube sitzt jetzt da unten. Das war ja das, ich hatte gestern hier gezeigt aus Versehen, aber das ist diese Schraube gewesen. Und hier ist quasi direkt aus dem Motor jetzt der Zufluss Kühlflüssigkeit, Pumpe zur Pumpe. Wie gesagt, die Gewinde halten alle hervorragend. Das ist das, was mich am allerfrohsten stimmt heute. Und ich würde sagen, wir beenden das Video. Tut Enno den Gefallen. Liken, teilen, abonnieren. Über 50% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr bei meiner Videoreihe dabei seid, hier auf Ennos Kanal. Danke geht an dich, Enno, fürs Schneiden und Reinstellen. Ich weiß, dass das viel, viel Arbeit ist, gerade bei so einem unkoordinierten Filmer wie mich, der da keine Erfahrung hat. Danke nochmal, Thorsten. Wie gesagt, gestern Nachmittag Stehbolzen abgerissen, lose mit dem Schweißgerät eine Mutter drauf, lose geschraubt. Heute Morgen war die Dichtung da mit der neuen Schraube. Zoll habe ich auch überhaupt keine Ahnung von, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich sonst keine im Fahrzeugbereich keine Berührung mit. Das ist ganz, ganz selten. Ja, passt jetzt alles. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.